Servus und herzlich willkommen zurück auf meinem Airsoft-Sofa. Wir haben heute Freitag und das heißt wieder Review-Zeit. Und diesmal haben wir ein G&G-Modell und zwar mal eine 0,5-Joule-Version. Das heißt Vollauto for the win. Und wie weit wir mit dem Teil kommen, das werdet ihr erfahren und zwar nach dem Intro. Viel Spaß! Beginnen wir wie immer mit unserem Lieferumfang. Die Waffe kommt, wie ihr schon gesehen habt, in einem typisch G&G schön bedruckten blauen Pappkarton. Im Inneren die Waffe schön eingeschaltet in Kunststoff-Inlay. Die schützt sie schön vor Schäden, Verrutschen, allgemein beim Transport. Was ist alles dabei? Wir haben natürlich einmal ein Magazin, Highcap, 350 Schuss, dann gleich zum Loslegen eine Packung Kugeln, 0,20 Gramm Bios, ne, was sind das Bios? Ne, sind keine Bios, Entschuldigung, keine Bios. Und natürlich die Waffe selbst haben wir natürlich im Lieferumfang. Was noch dabei ist, ist natürlich ein Reinigungsstäbchen und jede Menge Papierkram. Also wir haben einmal von G&G eine Broschüre, dann haben wir von G&G, was es sonst noch so gibt. Wer ist eine schöne Klolektüre, könnt ihr während beim Kacken euch die Waffen anklotzen. Und dann haben wir natürlich noch schön spielerisch, finde ich es jetzt halt, bebildert. Ich blende es euch mal mit ein. Kleine Warnhinweise, wie man die Waffe zu handhaben hat, wie man schießen soll und so weiter und so fort. Ist schön bebildert. Und dann haben wir noch, weil wir es ja dieses Mal vom KOTTE haben, eine M4 M16 Universal Bedienungsanleitung. Ja gut, ist auch alles drin, was man wissen muss. Wie man es einstellt, das Hop-Up, wie das Magazin funktioniert und wie man es befüllt und Vollauto und Semistellung und so weiter und so fort. Gut, das war's mit dem Lieferumfang. Machen wir weiter mit der Verarbeitung. Schauen wir uns die Waffe im Detail an. Wir fangen wie immer von vorne nach hinten an. Als allererstes haben wir die Parts, die wir ganz normal verbaut haben. Also wir haben das Oberriss, also das obere Risssystem ist aus Metall gefertigt. Dann haben wir die beiden links, rechts, außen und unten sind aus Kunststoff gefertigt, aber aus keinem billigen Kunststoff. Wer G&G kennt, weiß, dass die jetzt nicht unbedingt den billigsten Kunststoff verbauen, was es gibt. Finde ich sehr schön, ist auch sehr robust, hält auch ordentlich was aus. Der mündungsfreie Dämpfer ist hier ebenfalls aus Kunststoff gefertigt, lässt sich auch, wie man schon sieht, abschrauben und dann befindet sich ein 14 mm Negativgewinde darunter. Das hier ist auch nur ein, ja, was soll man sagen, ist jetzt mehr so ein Überschutz, also so ein Fake-Lauf, möchte ich es jetzt mal so nennen, weil für den Akku zum Beispiel legt man hier oben diesen Hebel um und dann kann man das, oder sollte man das können, genau, das Risssystem nach vorne abziehen und kann hier den Akku unterbringen. Und darunter befindet sich dann der Aluminium-Außenlauf und die Steckverbindung, die machen wir gleich, normaler Mini-Tamir mit der Sicherung
Und ja, für eine 0,5er vollkommen ausreichend. Diese Kappe tut man ganz einfach öffnen, indem man hier oben ist so ein kleiner, ja, wie nennen wir es, ich will es jetzt mal Schalter nennen. Schalter, den legt man um und dann kann man das ganz normal nach vorne abziehen. So. Gut. Dann haben wir das Korn. Vorne ist das Kunststoff, oder ist das Kunststoff? Ja, ist Kunststoff. Ist das Kunststoff gefertigt und mit einem Metalldorn in der Mitte, der sich in der Höhe einstellen lässt. Machen wir weiter mit dem Hauptgehäuse. Das Hauptgehäuse ist hier komplett aus Kunststoff gefertigt. Lediglich den Magazinhalter, als auch den Durchladehebel, die, ja, sehen wir es gleich dann auf der anderen Seite, den Feuerwehrhebel, der Abzug und der Trigger Guard sind hier aus Metall gefertigt. Die Rearside oder die Kimme lässt sich schön einstellen. Ich habe verschiedene Lochkimmen und kann diese dann meinem Bedürfnis anpassen. Diese ist auch sowohl links als rechts als auch oben unten verstellbar und ist hier schön aus Metall hergestellt. Der Pistolengriff, oder was heißt Pistolengriff? Ja, gut, hat Pistolengriff, ist Standard AR-15. Wie ich finde, hat aber mehr so eine Optik wie von der HK416, fügt sich auch sehr schön in die Hand an. Also für meine fetten Pranken ist das auf jeden Fall sehr schön und ich kann damit gut umgehen. Dann haben wir natürlich hier das Hop-Up. Das Hop-Up wird hier oben eingestellt beim Hülsenauswurffenster. Durch Zurückziehen des Charging Handles kann ich mein Rädchen offenlegen und kann somit mein Hop-Up so einstellen, wie ich das gerne hätte. Machen wir noch weiter mit dem Schaft von dem guten Stück. Der Schaft ist komplett aus Metall gefertigt. Wir haben ein inneres Metallgestänge. Die Ummantelung ist hier allerdings Kunststoff. Auch die Schulterplatte ist hier aus Kunststoff gefertigt. Die Arretierung bzw. der Klappmechanismus ist hier aus Metall gefertigt. Das Gehäuse aus Aluminiumdruckguss und die Verriegelung aus Stahl sogar. Dieser lässt sich auch schön einklappen. Also man nimmt die Hand, drückt die beiden Enden zusammen und ich kann es, wie ihr seht, bequem mein Stock einklappen. Dieser rastet auch mit der leichten Widerstand schön ein und ich kann somit gerade im Close Quarter einiges an Boden gut machen. So, nehmen wir das gute Stück raus, würde ich sagen. Zeige ich euch noch schnell die Markings. Wir haben, muss ich selber mal gucken schnell, wir haben vom Schützen aus auf der rechten Seite leider keinerlei Markings. Schade, lediglich das Safe, Semi und das Full Auto von den Feuerwehrpiktogrammen. Dreht mal die ganze Chose um. Sieht es da schon ein bisschen anders aus. Also wir haben einmal hier ein GNG-Logo. Dann haben wir oberhalb des GNG-Logos den Importeur. In dem Fall 6 mm, das F, ne Quatsch, kein F, ist ein 05er. Das 6 mm und das K&Z für Kotte und Zeller. Und dann haben wir weiter hinten noch einen Aufkleber mit einem Warnhinweis drauf, dass es eine Schusswaffe ist und so weiter. Genau. Gut. Noch dazu zu sagen, habe ich jetzt fast vergessen, weil ich es gerade sehe. Hier unten, weiß nicht, ob man es sehen kann, dann ist eine Seriennummer eingelasert und ja. Fügt sich schön ein, ist nicht zu viel, finde ich genau richtig so. Und ja, da wird man sagen, ist die Verarbeitung durch. Machen wir weiter mit dem Schuss und mit dem Chronotest. Wir haben das Teil natürlich für euch auch wieder im Schusstest gehabt. Bei einer 05er sind wir von der Meteranzahl runtergegangen. Wir haben geschossen auf 20 Meter, natürlich wieder Indoor. Mit 0,20 Gramm Kugeln und gekrönt haben wir das Ganze auch mit 0,20 Gramm Kugeln ohne Hop-Up. Den Schusstest natürlich mit Hop-Up, damit wir richtige schöne Flugbahnen hinkriegen. Und einmal, was wir da rausgefunden haben, das gibt es jetzt auf die Ohren. Geh!
So, machen wir weiter mit dem Technikpart. Draußen stürmt es wie Sau und ich bin hier in meinem warmen Technikstudio. Machen wir weiter. Von außen ganz klar G&G typisch. Wir haben hier dieses pneumatische Blowback mit dem Loch hier oben. Da immer ein wenig aufpassen, wenn er das abzieht. Es geht immer ein bisschen schwierig. Dann haben wir einen komplett geschlossenen Messingzylinder und die Schimmung G&G typisch perfekt. Machen das ganze Ding schnell auf. So, dann schauen wir mal, was uns da innen erwartet. Mal schauen, ob wir es überhaupt aufkriegen. Müsste eigentlich alles gelockert haben. Jetzt kommt es. Jawohl. So, da haben wir das gute Stück. Nehmen wir es alles einmal raus. So, dann fangen wir mal Spring Guide an. Standard Stahl Spring Guide ohne Kugellager. Bei 0,5er. Gut, okay. Ist das auch nicht schlimm. Dann haben wir die Feder von dem guten Teil. Das dürfte jetzt keine 0,5er Federn sein, sondern G&G Short-Stroked hier. Sind nicht mal alle Zähne dran. Und somit kommt man auf die 0,5 Joule. Die Gears, wie gesagt, sind aus Stahl gefertigt. Hochwertige Stahlgears. Die Schimmung, wie schon erwähnt, perfekt. Kann man echt nicht dran meckern. Abzug, normale V2 Switch Assembly. Bei der 0,5er, bei 7,4 Volt auch völlig ausreichend. Dann nehmen wir uns die Zylindereinheit her. Haben wir Standard V2 Tappet Plate. Das Nozzle, ich schaue fix mal, ist kein O-Ring drin. Ist jetzt auch bei 0,5 jetzt nicht so dramatisch. Kann man tauschen, da allerdings aufpassen, dass er nicht über die 0,5 Joule kommt. Was mich jetzt schon anschaut, ist Pisten mit Metallzähnen gleich ab Werk. Wie geil ist das denn? G&G, also ich bin mir jetzt nicht sicher. Also die letzte G&G, die liegt jetzt seit 2, 3 Monate her, wo ich aufgemacht habe, da hatten die noch keine Stahlzähne im Pisten. Dürfte neu sein. Finde ich klasse, dass er das jetzt hat machen. Erspart uns jede Menge Ärger und euch bares Geld. Machen wir die Dichtigkeit. Na ja, gut, ich kann es jetzt nicht. Da so, jetzt hat einmal frei. Kann man auch nicht meckern. Zu dem Preis wirklich top. Der Zylinderhead sitzt bombenfest auf dem Zylinder drauf. Kann man echt nicht meckern. Machen wir noch schnell, habe ich gerade vergessen, den Pistonhead. Standard G&G Pistonhead. Ventiliert sehr gut, hat große Ventilationslöcher und den Gummi dehnt somit sehr schön aus. Wenn wir ins Innere schauen, seht ihr, es ist jetzt habe ich den Namen vergessen, Pistonhead mit Kugellager drin. Das heißt, dass die Feder sich in sich drehen kann beim Vorschlagen und somit ja, einmal frei, ne? Würde ich sagen. G&G, ja, fällt mir jetzt nichts ein. Ich würde jetzt daran nichts verbessern in der 0,5er Version. Nehmen wir und loslegen, spielen. Kann man echt nicht meckern, echt nicht schimpfen und ja. Bin sehr überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte nicht mit dem Stahlzahn gerechnet und haben wir noch die Lauf- und die Hop-Up-Kammer. Hier müssen wir sagen, gut, okay, das war jetzt vielleicht ein Montagsmodell. Bei mir innen hat sich der Gummi leicht verdreht. Deswegen haben wir beim Schusstest bzw. beim Chronotest Feeding-Probleme gehabt. Aber die Leistung bleibt gleich. Auf jeden Fall, da ändert sich nichts. Zum Lauf selber her, wir haben hier an 6,06 oder 8 müsste das sein von G&G. Aluminiumlauf.
Dann das standardmäßige G&G Hop-Up-System mit dem G&G Gummi drin für die 0,5er, die für eine 0,5er sehr gute Ergebnisse erzielt. Da ist jetzt zum Beispiel Verbesserungspotenzial eventuell, dass man sagt, man macht einen anderen Lauf und mal Ruhe Gummi und dann gewinnt man vielleicht den einen oder anderen Zentimeter, Meter noch dazu beim Schießen. Und ja, da kann man auf jeden Fall auch ebenfalls nicht meckern. Stock sehr gut. Ja, leg mal los, ne? Machen wir weiter mit unserem Fazit. Den Technikbereich haben wir durch. Gehen wir nun weiter zum Fazit von dem guten Teil. Ja, es ist eine Standard G&G 0,5 Joule Waffe. Sie macht ihren Dienst. Sie wird ihren Dienst tun. 7,4 Volt. Wenn ihr wollt, auch 11,1. Würde ich jetzt allerdings nicht machen. Der Switch zuliebe und braucht 2,05 auch nicht. Denn man merke, wenn es qualmt, dann war es zu viel. Wir haben eine schöne Verarbeitung. Der Kunststoff ist hochwertig verarbeitet, gibt auch nach, also nimmt, wird Schläge auf jeden Fall einstecken. Die Leistung ist okay, auf jeden Fall zufriedenstellend von dem guten Stück. Der Lieferumfang ist natürlich auch schön, was alles mit dabei ist. Die Aufmachung ist alles in Ordnung. Und ja, also das war es jetzt zum Positiven. Machen wir zum Negativen. Also das Negative ist ganz klar die Hop-Up, also das Hop-Up. Wie wir es gekriegt haben, war es jetzt nicht unbedingt brauchbar. Nur mit neuen Sätzen vom Hop-Up-Gummi, also den Lauf neu gewechselt, da hat es dann funktioniert. Auch tadellos. Aber ärgerlich. Kann jetzt auch nur bei der hier gewesen sein. Ich möchte es jetzt mal darauf schieben, dass das jetzt ein Montagsmodell war. Ich glaube nicht, dass das bei allen so ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Die Akkuunterbringung gehört auch noch ein bisschen zum Minuspunkt, finde ich jetzt. Ihr könnt sehen, wie ihr es wollt. Durch Aufklappen des Vorderschaftes und das geht relativ fummelig. Außerdem ist hier die Gefahr, wir haben es jetzt einmal gehabt. Gott sei Dank haben wir ihn wiedergefunden. Wir haben den Pin verloren gehabt, der ist rausgefallen, wo das Rail befestigt war. Ja, gut, war eigene Blödheit, aber so einen kleinen Pin wiederzufinden ist schwierig. Mein Tipp an der Stelle: Macht euch eine Akkubox ran, Problem gelöst. Die Kabel sind eh schon vorne, Problem gelöst. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ansonsten, wie gesagt, bisschen mehr abgesehen von dem Hop-Up ist es eine gute Waffe im 0,5er Bereich. Preis-Leistungs-Verhältnis passt. Ansonsten, wie gesagt, müsst ihr selber wägen, ob ihr es euch kauft. Ja, dann würde ich sagen, dann war es das wieder von uns. Wenn ihr Kritik, Anregungen habt oder sonst was, einfach unten in die Kommentarfeld reinhauen. Und ja, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Man sieht sich. Ciao.